Hallo, guten Tag alle. Eine Minute bitte, ich mache den Link in Moodle. Bin gleich wieder da. Hallo Leute, bin gleich wieder da. Ich mache den Link in Moodle öffnen. Okay. Gut. Hallo, guten Tag. Good vibes. Ellbogen. Achso. Ja, genau. Guten Tag alle. Ja, wie geht's euch? Gut. Es war schon eine Woche seit unser letztes Treffen. Moment, so ich habe jetzt 10 Zuschauer. Denke ich, quatsche ein kleines bisschen, bis ein paar Leute auch da sind. Ganz schönes Wetter heute, Sonnenschein, warm, alles in Ordnung, oder? Wie habt ihr die Roboterübung gefunden? Funktioniert natürlich im Moment nicht ganz mit der Autobewertung, aber ansonsten in Ordnung, zu schwer, zu leicht, kein Spaß, ein bisschen Spaß. Bitte gerne mal Rückmeldung geben. Und mittlerweile warten wir auf ein paar weitere Leute. Und währenddessen ihr etwas eintippt, möchte ich dann ein paar organisatorische Sachen erinnern. Und zwar, genau, heute ist der letzte Tag für Belegung. Heute ist die Belegfrist. Ich habe schon mehrmals gesagt, es gibt immer noch zwei Leute, die haben nur Vorlesung belegt und keine Übung belegt. Bitte unbedingt darum kümmern. Und das zweite ist für Übung 2. Ich habe alle Abgaben bewertet. Und dann in Moodle, sag mal auf dem Kursebene, gibt es eine Feedbacks-Datei. Das habe ich, sag mal, die üblichen Fehler, so the usual mistakes, übliche Fehler, habe ich dann gesammelt und in einer Datei aufgelistet, damit man sieht, das ist ein Problem. Event habe ich den Fehler gemacht oder nicht. Aber das ist wie alle gedacht. Noch einmal, das ist eine Feedback-Datei auf der Kursebene. Und dann für jeder auf eigene Benutzerebene habt ihr jeder einmal Bewertungsdatei, genau, also wie hat die Autobewertung gelaufen und wie viele Punkte und was auch immer. Und die Code-Konvention von handbewerteten Kategorien sind auch da. Dann bitte auch mal anschauen. Also jetzt, ich gehe kurz zu, erstmal, ich hoffe, diesmal mache ich keine falsche Taste zur Abkürzung, so Keyboard-Shortcut. Ich möchte jetzt zu meinem Bildschirm gehen, und zwar zu unserem Chat. Steuerung 1, habe ich richtig gemacht? Ich gucke ganz kurz. Okay, live läuft immer noch, habe ich richtig gemacht. Dann mache ich ein bisschen, scrolle ich nach oben und gucke, was die Leute eingetippt haben. Mikrofon ist auf einmal aus, aber ich denke, ihr hört mich bestimmt jetzt, ne? Sonst würde ich alle jetzt schon anmelden, ich höre nichts. Gut, wenn das Mikrofon nicht funktioniert, bitte jederzeit mal sagen. Rückmeldung zur Übung 2, Schwierigkeitsgrad. Ziemlich schwierig, nicht so schwer, leicht schwierig,
funktioniert die Autobewertung, alles super. Sportratgeber, ja, Sportratgeber war gut. Müssen wir auf die Funktion von Autobewertung zugreifen? Nee. Also dieser, wer auch immer das ist, ihr müsst nicht die Funktion von Autobewertung zugreifen. Also Hauptsache Autobewertung einfach Run-Taste klicken, laufen lassen und das war's. Wo finden wir die Bewertungen? Im Moodle. Wer auch immer Prod bei 9T4 ist, Bewertungen ist im Moodle. Also mein Moodle sieht ganz anders aus als euer Moodle und deswegen kann ich leider nur sagen, zur Übung 2, irgendwie gibt es bestimmt einen Link, dann draufklicken, tiefer bohren, dann ist die Bewertungsdatei da. Also die einzelne Bewertungsdatei, nicht die Feedbackdatei für alle. Okay. Emile, ja, Entschuldigung, man so. Oh, nee, dein Name ist Sonder. Ja, ich habe deine E-Mail beantwortet. Habe ich deine Frage bestimmt falsch verstanden? Entschuldigung. Aber wir haben dann per E-Mail schon abgesprochen, denke ich. Dann alles ist jetzt in Ordnung. Okay, dann ich gehe dann weiter. Okay, gut. Dann erstmal zu Notepad. So, letzte Woche, was haben wir gesprochen? Zu den Grundlagen haben wir über Boolean und if-else gesprochen. Zur Standardbibliothek haben wir zum Scanner gesprochen, allerdings nur die Basisbenutzung. Das war schon ja so geplant. Heute besprechen wir weiter. Also letzte Woche Soft Skills haben wir ziemlich viel über Einrückung gesprochen. Also das war letzte Woche. Plan heute ist, also heute, Grundlagen haben wir noch ziemlich viel. Rangordnung der Operatoren, danach Lebensdauer einer Variable und Switch. Zur Standardbibliothek, jetzt sprechen wir von Scanner, aber die fortgeschrittene Benutzung. Also mit fortgeschrittener Benutzung kann die Autobewertung dann gut funktionieren. Soft Skills haben wir wie heute geplant Eclipse Tipps und wie man googeln sollte. Gut, ich gehe erstmal zu Eclipse und gucke kurz immer noch auf Chat. Okay, im Moment keine neue Anmeldungen. Im Chat, dann gehe ich dann weiter. Gut. Erstmal lass uns über Scanner sprechen. So, Scanner habe ich hier Beispiel 1. Beispiel 1 Scanner, das ist hier die Basisbenutzung. Das ist hier nichts ganz Neues, eine kleine Wiederholung von letzter Woche. Was ist ein Scanner? Scanner ist aus der Standardbibliothek. Man kann dann sagen, ich möchte aus Programm, ich möchte Benutzereingaben benutzen. Ganz genau, das heißt durch Tastatur. Also wenn der Benutzer etwas eintippt, dann bekommt das Programm, was auch immer der Benutzer eingetippt hat, und dann weiter mit der Eingabe weiterarbeiten. Dann man kann so sagen, ich möchte von dem Benutzer einen String bekommen. Dann sagen wir mit Scanner next line. Oder ich sage, ich möchte eine Ganzzahl vom Benutzer bekommen. Dann sag mal, ich habe hier ein int mit dem Scanner next int. Also jedes Mal, wenn wir irgendwelche Eingaben möchte, dann schreiben wir das ganze Paketchen. Und zwar new scanner, root common system in, next line, beziehungsweise next int. Dann habe ich jedes Mal einmal new. New scanner, new scanner, new scanner. Das ist Basisbenutzung, das ist eigentlich nicht ganz so erwünscht. Und warum ist das so? Was bedeutet dieser New Scanner und was genau ist System In? System In denkt man an einen Kanal, a Channel. Und zwar für uns, dieser Kanal ist genau unsere Tastatur, der Keyboard. Also, Keyboard hat man wirklich nur einmal.
Aber wir haben gesagt, okay, über diesem Kanal, über diese Tastatur, lass uns mehrmal Conduit, so multiple receivers, mehrmal Empfängersgeräte modellieren. So we want to model multiple receivers over one physical channel. Also einmal auf Deutsch noch einmal, ich übersetze mich selber. In der Realität, Kanal, Tastatur gibt es einmal. Aber wir möchten mit einem Empfängersgerät das sowas modellieren. Und zwar hier jetzt dreimal Scanner, das heißt praktisch dreimal Geräte auf diesem Kanal modellieren. Und deswegen kann man schon sich vorstellen, gibt es bestimmt eines Tages Konflikte. Also die Ausführlichkeiten darüber spreche ich nicht. Aber Hauptsache, wenn man ein Kanal mehrmal empfangen, Geräte damit modellieren, hat man Konflikte. Ich wiederhole einmal auf Englisch. So when you only have one channel, the keyboard system in, but you model that with multiple receiver appliances, with receivers, like three check scanners, one day you will have a conflict. Ne? Also das ist hier, warum das hier nicht ganz so erwünscht ist. Erwünscht wäre, wir haben einmal Kanal, dann unbedingt auch nur einmal Gerät damit modellieren und dann mit diesem einmal Scanner-Gerät mehrmals wiederverwenden. Das wäre wünschenswert. Und das ist ganz genau unsere sogenannte fortgeschrittene Benutzung. Also ich mache hier jetzt ein bisschen größer. Was passiert hier? Oder was überhaupt ist hier passiert? So, wir sagen mal, lass uns einmal Kanal nehmen. System.in, das heißt, das ist hier unsere Tastatur. Lass uns darauf einmal empfangen, Gerät darauf bauen, Scanner. Lass uns diesen Scanner einen Namen geben, also Namenskeyboard. Man kann auch Scanner nehmen, Eingabe benennen, was auch immer. Hier habe ich den Namen Keyboard ausgewählt. Dann mit diesem Keyboard, mit diesem Gerät, habe ich mehrmals Eingaben empfangen. Also einmal aus String, ne, S1, einmal aus Int, I, dann noch wieder einmal aus String. Kann ich noch weiter, aber sag mal, jetzt bin ich fertig. Dann ich sollte, das ist hier diese Zeile 16, das Gerät beziehungsweise den Kanal ordentlich aufräumen. Einmal auf Englisch, we want to clean up properly. Ordentlich aufräumen, clean up properly. Also deswegen, ich nehme meinem Gerät oder meinen Kanal und dann close, schließen. Also nur einmal Kanal öffnen und Gerät einstellen. Wiederverwenden. Am Ende ordentlich aufräumen bzw. schließen. Also erstmal so viel. Und ich gucke jetzt Chat. Gibt es dann weitere? Es geht, ich gehe erstmal mit der Frage mit Colita 21. Scan ist ein Objekt. Stimmt. Korrekt. Vorgehensweise ähnlich wie beim Print Writer also. Ja, Vorgehensweise ganz ähnlich so. Aber im Moment wissen wir ja nicht, was ein Objekt ist und deswegen spreche ich auch nicht weiter. Aber du hast recht. Scanner, also Scanner mit großem S, das ist eine Klasse. Ein Objekt wäre mein Keyboard. Also ganz genau technisch korrekt wäre. Scanner ist eine Klasse. Keyboard ist mein Objekt. Okay. So, jetzt ist die Frage. Das ist ganz klar. Ich habe auf Zeile 9 auf einem String gefragt. Dann sage ich einfach keyboard.xline runterklammern. Kein Problem. Was passiert hier? Na, Zeile 11 und 12. Ich habe nach einem Int gefragt. Aber danach habe ich sofort einem nextline gemacht. Und zwar hier auf der linken Seite. Ne? Auf der linken Seite gibt es nicht. Warum? Also es geht darum, ich hätte sehr gerne hier einmal Tafel, aber wenn ich auf dem Computer jetzt malen, dann ist der CPU ganz hoch überlastet, dann funktioniert YouTube Live nicht mehr. Dann leider muss ich ein bisschen mit
Texteditor als Tafel nehmen. So, sag mal, jetzt ist, ich mache hier ein bisschen kleiner. Jetzt bin ich auf Zeile 11. Java-Programm fragt, bitte Benutzer einmal Integer eintippen. Was würde ich auf Benutzer wirklich machen? Ich würde zum Beispiel eintippen, ihr seht meine Tastatur nicht, ich kann nur mit Finger und Wörtern beschreiben. Ich tippe jetzt ein, Tastatur 1, Tastatur 2, Tastatur 3. Jetzt, man sieht überhaupt nicht, aber ich habe Enter geklickt. Ne? Dann würde ich hier sagen, dann klicke ich noch dazu Enter. Ich habe 3 Ziffern eingetippt, aber in der Realität insgesamt 4 Dinge eingetippt, weil inklusive Enter-Taste. Ne? Gut, dann was macht Java bzw. den Keyboard oder Scanner? Mit NextInt. Mit NextInt arbeitet Keyboard oder Scanner so. 1, das Zeichen 1 oder die Taste 1 fressen. Dann ist 1 weg. 2, ist das ein Ziffer? Ja, fressen. Weg. 3, ist das ein Ziffer? Ja, fressen. Weg. Enter, ist das eine Ziffer? Nein. Dann stopp. Also noch einmal. Was macht NextInt? Die Aufgabe wäre, sehe ich im Kanal einer Ziffer? Ja, fressen. Ja, fressen. Ja, fressen. Nein, stopp. Und deswegen beim Enter schon gestoppt. Also, was bleibt immer noch im Kanal? Das Enter-Zeichen oder die Enter-Taste-Eingabe ist immer noch im Kanal, aber nicht gefressen. Und deswegen kommt jetzt Zeile 12. Keyboard Next Line. Next Line, was ist die Aufgabe? Die Aufgabe ist, was auch immer die eingetippt ist, fressen, fressen, fressen bis Enter. Also jetzt bin ich auf Zeile 12 als Programm. Meine Aufgabe ist, bitte alles fressen, bis ich Enter sehe und inklusive Enter auch fresse. Und deswegen für Zeile 12 gefressen. Und deswegen, jetzt kommen wir zu Zeile 14. Keyboard nochmal, next line, sag mal jetzt, tippen wir A, B, C und dann noch dazu Enter. Also insgesamt 4 Sachen eingetippt. Aufgabe für Zeile 14, next line wäre, alles fressen bis zum Enter, inklusive Enter. Also fressen, A fressen, B fressen, C fressen, Enter fressen. Und deswegen, ich muss Zeile 12 einsetzen, sonst ist meine Enter zu meinem Int nicht verbraucht. Also ich muss irgendwie die Tastatur oder die Scanner so erzwingen, die Enter nach meinem Ganzzahl auch fressen. Und das ist Zweck dieser Zeile 12 CTC. Also noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Ich gehe jetzt zu Eclipse. NextInt. Aufgabe wäre Ziffer fressen bzw. verbrauchen. Das hier CTT. Ups. Enter. Ups. Das ist die Enter-Zeichen durch Tastatur. Fressen. Aber für DDD die Aufgabe wäre alles inklusive Enter fressen. Eigentlich hier auch bei CTC, aber weil wir nichts vor dem Enter haben, die Wirkung am Ende ist auch gleich. Also ich dann speichere erstmal meine Beispiel 2. Lass uns hier jetzt kurz ausführen. So, ich möchte einmal String eintippen, danach einmal Integer, dann noch einmal ein String und dann sehe ich in der Konsole hier, mein Programm sollte zum Schluss kommen. Also einmal Run-Taste klicken. So, jetzt ist Viereck rot, das Programm läuft. Also für der erste String A, B, C. Ups, habe ich verkackt. Noch einmal von Anfang an. Gut. Programm läuft ganz von Anfang an. A, B, C, einmal String Enter. 1, 2, 3,
eine Ganzzahl Enter und dann X, Y, Z einmal Enter, dann sieht man, Programm bis zum Ende gelaufen, Viereck wird grau. Tada! Super. Und deswegen machen wir auch einen kleinen Bericht. Wir haben so ein String bekommen und so eine Ganzzahl und so eine String bekommen. Was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel Zeile 12 deaktivieren, also zum Comment machen, deaktiviere? Was passiert? Lass uns zusammen gucken. Einmal Run-Taste klicken. So, Programm läuft. Jetzt sind wir bei Zeile 9. ABC, Enter, eintippen, ABC, Enter. Bis dahin alles in Ordnung. Danach, ich bin an Zeile 11, eine Ganzzahl eintippen und dann danach eine Enter eintippen. So, ich gehe mal 1, 2, 3 eintippen. Ich habe Enter noch nicht eingetippt. Programm läuft immer noch. Was passiert jetzt, wenn ich Enter klicke? Also, das ist dann für String S2 genommen. Sehen wir das? Weil Zeile 12 deaktiviert ist, dann wenn ich jetzt einmal Enter klicke, dann Enter geht zum S2. Dann S2 wird einen String allerdings leer. Also jetzt klicke ich auf der Taste to Enter. Guck mal, sofort Programm beendet und zwar am Ende, wir möchten einmal S2 berichten und S2 ist ganz genau hier. Ein leeres String, nichts. Okay, dann ich hoffe, eventuell müssen wir da das ganze Ding einmal noch in Übung wiederholen, das ist kein Problem. Aber ich gucke erstmal im Live-Chat und guck mal für Fragen. So. Warum haben wir die dritte Keyboard Next Line? Khalid, ich möchte einfach nur ein bisschen das Beispiel weiterentwickeln. Schwerpunkt hier ist wirklich der Next Line nach der Next Int. Also Schwerpunkt dieses Beispiel ist Next Line nach Next Int. Also man muss nicht machen. Was bedeutet die Kommentare neben die Zeilen? Beispielsweise BBB. Denise, es hat mit Script zu tun. In Script habe ich Zeile für Zeile mit Texten erklärt. Und das ist dann mit dieser ABBB markiert. Okay? Die Facecam verdeckt die Konsole Rex. Vielleicht die Konsole ein bisschen vergrößern. Alles klar, Fatih. Ich versuche, ne? Konsole. Das heißt, die unten. Okay, ich gucke mal, wie das später aussieht. Danke für die Rückmeldung. Das war noch eine Frage ganz oben. Die Feedback-Data ist für alle richtig. Nighthawk Music, richtig. Und wenn man 100% hat, war alles so, wie es sein muss, auch richtig. Aber natürlich schadet es nicht. Also jeder sollte die Feedback-Data mal anschauen und dann eventuell etwas davon lernen oder etwas entnehmen. Denke ich, das ist dann nützlich. Okay, gut. Dann ich gehe ein bisschen weiter. Wo waren? Oh, schon ein bisschen spät. Okay, das war das Thema Scanner und warum dieser fortgeschrittene Benutzung besser ist, weil man hat einmal Kanal und damit nur einmal Modellierung oder nur einmal Gerät zum Empfangen machen, aber aufzupassen, wenn man die fortgeschrittene Benutzung machen, dann unbedingt nach jedem Next End bestimmt einmal Next Line benutzen. Sonst ist diese Enter-Sachen funktioniert da nicht. Dann ich wechsle ein bisschen jetzt das Thema. Oh, das war damals. Ich mache das hier größer. Wir haben das gemacht. Jetzt möchte ich zur Rangordnung der Operatoren mal gehen. Und zwar, ich gehe erst zum Skript. Und zwar Grundlagen. Das ist dann, so muss ich dann irgendwie Rangordnung, genau. Ah,
Rangordnung. Genau hier. Was ist die Bedeutung hier? Wir haben, denke ich mal, wir haben bis dahin gesehen, wir haben Plus und Minus mal geteilt durch Rest in einer Division und wir haben Vergleichoperatoren gesehen, gleich, nicht gleich, kleiner oder gleich und weitere Operatoren später würden wir auch sehen. Wichtig ist aber, diese nicht gleich in einer Rangordnung behandelt. Manche Operatoren haben Vorrang. Manche Operatoren haben Vorrang. Und zwar diese Tabelle listet dann die Rangordnung auf. Und zwar, das ist hier die erste Zeile Postfix. Wir erleben diese Operatoren ein bisschen später. Die kommen zuerst Vorrang. Danach kommt Minus oder Exclamation Mark oder Not. Danach kommt Multiplikation Sachen oder Division. Danach kommt Plus und so weiter. Also jede Zeile ist eine Rangordnung. Was ist die Wirkung? Was ist die Wirkung für uns? So, wir kommen zurück zu dieser Tabelle später, aber erstmal zu Eclipse und Beispiel 3. Beispiel, Moment, ich gucke kurz auf Live-Chat. Sieht man immer noch die Konsole? Eventuell mache ich Konsole ein bisschen größer. Gut. Okay. Rangordnung der Operatoren, also Boolean. Wir haben in diesem kleinen Programm zwei Variablen, einmal T für Wert True, einmal F für Wert False. Dann haben wir zweimal Zuweisungen. Lass uns erstmal auf Zeile 8 konzentrieren. Das ist hier eine Zuweisung, das heißt, wir denken immer in drei Schritte. Das ist hier die Zuweisung. Das ist hier, sag mal, die linke Seite. Das ist hier, sag mal, die rechte Seite. Schritt 1 ist, offenstehende Berechnungen auf der rechten Seite erledigen. Also jetzt, was ich markiere, ist unsere rechte Seite. Und zwar, wir möchten T und F irgendwie kombinieren. Einmal mit OR und einmal mit AND. Aber in welcher Reihenfolge? Ich kann mir vorstellen, entweder sowas erst und das Ganze am Ende oder sowas erst und das Ganze am Ende. Deswegen brauchen wir die Tabelle. Okay, wir haben hier zwei Operatoren. OR und AND. Lass uns gucken, welcher hat Vorrang. Nach Tabelle gucken. Guck mal. AND hat Vorrang. Das heißt, erstmal AND berechnen, danach OR berechnen. Erstmal AND, danach OR. So, ich muss eintippen, sonst bin ich verwirrt. Gut, das heißt für uns Zeile 8. Wir müssen das hier berechnen. True and false zusammen wird false. Also was ich jetzt markiere, wird mit false ersetzt. Was ich jetzt markiere, wird mit false ersetzt. Danach behandeln wir die OR. Dann haben wir true or false. Und deswegen das Ganze wäre true or false, das ist dann true. Also wir erwarten, dass später B1 ist true. Und warum ist hier Zeile 9 besser? Ich habe hier geschrieben besser, weil, ja, man kann die rechte Seite einfach so lassen, aber man muss irgendwie auswendig lernen oder auf der Tabellen gucken, welcher geht zuerst. Wenn ich mit runterklammern, den Vorrang explizit erzwingen. Dann es gibt hier gar keine Frage, es ist ganz, ganz klar, wir machen erst AND und danach OR. Ist das klar? Warum Operatorvorrang erforderlich ist, nützlich ist und zum Zweiten, warum runterklammern
dieser Vorrang explizit zu zeigen, auch wünschenswert ist. Okay? Ich gucke kurz in, wie tippe ich? Oh, Colida 11. Ah, ja, jemand hat schon gesagt. Dankeschön, Aziz. Und, Prot. Dankeschön. Gut. Dann Beispiel 4a und b. Speichern. 4a und 4b. Erstmal 4a. So, Rangordnung der Operatoren. Hier haben wir eine lange Kombination. Ich gehe kurz das Programm durch. Integer i1, Wert 5. Integer i2, Wert 10. Boolean b, Wert false. Und jetzt machen wir einmal, oh gosh. Oh, was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Sehr, sehr kompliziert. Keine Panik. Mal gucken. So, wir haben hier einmal Zuweisung. Das ist wichtig zu wissen, weil wir haben eine neue Variable Kombi erstellt. Lass uns bitte zuweisen. Und was ich jetzt markiere, das ist das ganze Ding hier, das ist unsere rechte Seite offenstehende Berechnung. Okay, was ich jetzt markiere, ist unsere rechte Seite offenstehende Berechnung. Ich denke, ich mache hier einmal kopiere. Gehe ich kurz zu meiner Tafel. Gut. Wow, was für Operatoren haben wir? Okay, noch Moment. Operator. Na, es gibt viele Operatoren hier. Dann lass uns gucken auf der Tabelle, welche kriegen, also haben wir etwas im Postfix? Im Moment nicht. Haben wir etwas in Unary? Doch. Und zwar, ich probiere, das hier ein bisschen kleiner machen, damit wir hier, oh, ein bisschen schlecht. Guck mal, so geht, oder? Ja, ohne Tafel ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Okay, so, Unary haben wir zweimal, einmal hier und einmal da. Das heißt, ganz am Anfang machen wir diese Berechnung und diese Berechnung. Und was haben wir? Oh, ich sollte auch Code ein bisschen kopieren, dann bin ich, weiß ich, was für Werte ich habe. Okay, das ist Einrückung, Leute, Einrückung. Gut. So, das ist hier 5. Dann habe ich erstmal minus 5. Das ist false. Dann habe ich hier insgesamt true. Ja, not false is true. Okay, habe ich ein bisschen vorangekommen. Und jetzt weiter. Welcher Operator ist next? Multiplikation, Division und Rest. Haben wir sowas im Moment? Ah, doch. Wir haben hier einmal Multiplikation. I2 ist 10 mal 2 ist dann insgesamt 20. Okay. Dann haben wir nächster, nee, okay. Additive plus, haben wir hier plus? Doch. Hier haben wir. Dann insgesamt haben wir 50. Danach weiter, relational. Kleiner oder größer haben wir sowas? Wir haben doch hier. Einmal kleiner haben wir. So, minus 5, kleiner als 20. Ist das richtig oder nicht? Ja oder nein? True oder false? Das ist hier true. In Ordnung. Haben wir danach Equality? Ja, haben wir doch. Einmal gleich. Und zwar, so war's. 50 gleich 60, das ist natürlich false. Ja? Gut, jetzt ist ein bisschen klarer und klarer. So, was haben wir danach? Erstmal AND, danach OR. Das heißt erstmal AND, false und true, AND, das heißt false und true ist false. Ja. Endlich kommen wir zu OR. False or true, das ist true. Also am Ende haben wir true. Aber was war der Vorgehensweise? Die Vorgehensweise war, wir haben auf der Tabelle geguckt, ganz streng die Rangordnung gefolgt und dann die Operatoren entsprechend in die richtigen Reihenfolge
verwendet. Und am Ende erreichen wir true und mal gucken, ob das wirklich true ist. Ne? Also 4b einmal run lassen. True! Yay! Gut. Ja, es ist dann klar, warum das ganze Ding ein bisschen kompliziert, aber am Ende offenstehende Berechnung an der rechten Seite sagt true. Zweiter Schritt, Kombivariable erstellen. Dritter Schritt, zuweisen. Dann kriegt Kombivariable den Wert true und dann true in der Konsole drücken. Fertig. Gut, dann Beispiel 4b ist praktisch dasselbe. Nur ich habe die ganz komplizierte Kombination dieser Bedingung in einer if-Bedingung eingepackt. Also if-Bedingung wissen wir schon, nach Grammatik schreibt man die Bedingung innerhalb Runderklammern. Guck mal, das ist hier schon, Eclipse hat schon Hinweis gegeben, für diese Runderklammern oder Zwiebel auf, ist hier die Runderklammer oder Zwiebel zu Partner. Ja, also diese kleine rote Kerzchen, das ist ein Hinweis, das ist hier Partner. Okay, können wir auch hier kurz ausführen. Ja, passt. Okay. Dann ich gucke kurz unserer Live-Chat. Oh, keine Rückmeldung. Ist alles so kinderleicht und klar und bekommen wir überhaupt kein Problem. Okay. Gerne jederzeit Frage stellen. Danke. Okay, ich gehe jetzt zu unserem Tafel ganz am oben. Vorbild machen. Also das war Rangordnung der Operatoren. Jetzt möchte ich über Lebensdauer einer Variable sprechen. Und zwar, ich gucke jetzt Beispiel 6. 5. Ups, hab ich Beispiel 5 übersehen? Oh ja, Entschuldigung, ich habe Beispiel 5 übersehen. Es geht immer noch um Rangordnung der Operatoren. Man kann die Rangordnung überschreiben. Override. Wie? Mit Runderklammern. Zum Beispiel, ohne Runderklammern haben wir praktisch diese Wirkung. Weil and geht vor or. Eventuell möchten wir möchten eigentlich or zuerst, danach end. Dann müssen wir mit Runterklammern die Rangordnung überschreiben. Zum Beispiel sowas. Dann mit B3 berechnen wir erstmal T oder T, danach und. Okay? Und deswegen, lass uns kurz zusammen berechnen. True or true, das heißt true. Das ganze Ding true und false. That true and false, das ist dann false. Ja, also wir sehen dann, mit dieser Rangordnung überschreiben oder so erzwingen, ist das Ergebnis unterschiedlich zwischen B2 und B3. So einmal kurz Randtaste klicken. Guck mal, B2 ist true, aber B3 ist false. Und deswegen mit true und false, dieser Rangordnung ist ganz, ganz, ganz wichtig. Kann das ganze Ergebnis am Ende verändern. Das war das wirklich das letzte Beispiel zur Rangordnung der Operatoren. Okay, dann alle weg. Dann jetzt kommen wir wirklich zur Lebensdauer einer Variable. So, Lebensdauer einer Variable. Was ist hier passiert? Wir haben immer gesagt, wenn man eine Variable mit Datentyp einstellen oder vorstellen, die Grammatik, die Bedeutung ist, ich möchte gerne bitte eine neue Variable erstellen. Und zwar Datentyp sowas, Namens sowas. Und natürlich kann man sofort sagen, Anfangswert ist zum Beispiel hier 100. So, jetzt ist die Frage, okay, jetzt ich habe eine Variable erstellt, bleibt oder gilt die Variable bis Ende der Welt? Bis welchem Zeitpunkt ist meine Variable immer noch verfügbar? Ja, so das ist hier die Frage. Und die Antwort ist eigentlich relativ leicht. Also ich denke, ich tippe hier doch
Variable in einem Block erstellen. Variable bis Ende des Blockes leben. Das heißt, nach dem Block stirbt. Ja, so, was ist die Bedeutung? Lass uns gucken. Wir haben in diesem Programm auf Zeile 10, wir haben Variable x, y und z, eine neue Variable erstellt. In welchem Block ist diese Variable erstellt? Guck mal, Block ist hier. Geschweifte Klammern auf, geschweifte Klammern zu, das ist hier Partner dazu. Geschweifte Klammern sind Blöcke. Gut, das heißt, unser x, y, z von hierher, ne? Lebt, 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 lebt bis hier. Dann lass uns dann gucken, was ist dann für unser Variable a hier? Okay, Variable a, in welchem Block ist sie erstellt? In diesem Block. Das ist hier geschlossen, kann man aufgeschlossen, kann man zu. Das heißt, a ist hier verfügbar, gültig oder lebt. Lebt noch, stirbt. Das heißt, wenn ich hier bin, gibt es keine A mehr. Und das heißt, deswegen, hier haben wir noch einen neuen Block, darf ich A aus einer Variable erstellen. Was ist hier die Bedeutung? Die sind wirklich, also diese A an Zeile 12 und diese A an Zeile 16, die sind total ganz unterschiedliche, unabhängige Variablen. Nur zufällig, die tragen beiden den Namen A. Ja, ich könnte auch so schreiben, das ist hier anstatt A, das ist B. Kein Problem. Oder darf ich A sagen? Das ist auch kein Problem. Weil diese A hat mit diesem A nichts zu tun. Die sind komplett unabhängig. Weil A an Zeile 12 liegt bis zu hier, Klammern auf, Klammern zu oder Ende des Blockes. Diese A existiert auch nur bis Ende des Blockes an Zeile 18. Und natürlich, wenn ich hier bin, so x, y, z lebt noch, beide A weg. Ja, also das ist hier die Bedeutung. Lebensdauer einer Variable. Variable lebt nicht für immer, dauert nur bis zum Ende des Blockes. Und gut, lass uns dann hier mal probieren. Und zwar zuerst mal weg. Lass uns gucken, was passiert, wenn ich jetzt A mit A arbeite. A gleich 10. Geht das? Nee. Guck mal, das ist, denke ich, ein bisschen winzig. Aber doch, hier gibt es eine rote Linie in Eclipse. Das ist schon ein Hinweis. Was ist das Problem? A cannot be resolved to a variable. Mit anderen Wörtern, A existiert nicht. Eclipse hat keine Ahnung, was A ist. Okay, das ist dann ziemlich klar, warum das funktioniert nicht. Also, so Moment, Variable x, y, z war in diesem Block erstellt. Partner war hier nach dem Block. Lass uns auch probieren. X, y, z gleich 20. Geht das? Upsala, Tippfehler. X, y, z funktioniert auch nicht. Ja, also, deswegen dann aufpassen. Eine Variable ist verfügbar oder dauert oder lebt nur bis zum Ende des Blockes. So, ich gucke mal, ob wir Frage haben. War easy. Jemand hat gesagt easy. Alles klar, okay, easy. Sehr schön. Gut. Gut, ich möchte auch gerne hier eine analoge vorstellen, an analogy, eine analoge. Ich mache immer gerne diese Geschichte mit Spirit Animals. Und zwar erinnern wir uns, Spirit Animal sitzt in einem Rahmen, gibt es vier Fender und die Außerwelt sieht das Tier überhaupt nicht. Auf einer Wand ist eine Tafel. Und der Tafel schreibt man dann, was ist dann verfügbar oder was ist dann alles, die das Tier kennt oder nicht.
Lass uns hier zusammen kurz verfolgen. Ich mache hier nochmal auf meiner Tafel. Gut, hier, das ist hier meine Tafel. Und ich möchte jetzt Rolle Java spielen und Zeile für Zeile durchgehen und dann lass uns gucken, wie meine Tafel aussieht. Ich spiele jetzt Rolle Java bzw. Rolle eines Spirit Animals. Butterball ist eine Katze, heute bin ich eine Katze. Hey, Katze, okay, heute Katze. Okay, das ist hier Katze. Ja. Upsala. Tafel. Sieht so aus, okay? Ich klicke Run-Taste. Programm läuft. Ja? Okay, ich suche nach Main und das ist unsere Zeile 9. Dann ich führe dann Zeile für Zeile aus. Ich bin jetzt an Zeile 10. Ah, guck mal, wir haben eine neue Variable namens x, y, z. Das ist hier meine Tafel. X, y, z und ich weiß, Wert ist 100. Gut. Dann bin ich fertig mit Zeile 10. Ich gehe zum Zeile 11. Ich habe hier eine If-Bedingung. Lass uns prüfen, ob die Bedingung zutrifft. X und Y, ich weiß, X und Y hat Wert 100. Und jetzt, die Bedingung ist kleiner als 200. Ja, die Bedingung wird zu True ausgewertet. Dann schüpfe ich in den Block rein. Gut. Dann bin ich in Zeile 12 eingesprungen. Zeile 12 sagt, lass uns eine neue Variable erstellen, a gleich 10. Okay. Jetzt in meinem Wert für die Katze. In meinem Wert ist falls nichts außer x, y und z gleich 100, a gleich 10. Gut, dann bin ich auf Zeile 13 gekommen, a gleich x, y, z plus 30. Das heißt, auf der rechten Seite habe ich 130 zur a zuweisen. So in diesem Zustand der Tafel ist, wenn ich Zeile 13 fertig ausgeführt habe. Dann bin ich auf Zeile 14. Ende des Blockes. Was sollte verschwinden? Welche Variable jetzt stirbt? A ist auf, wenn ich auf Zeile 14 bin, A ist weg. Na, so ist mein Zustand. Und jetzt komme ich zu Zeile 15. Ich habe schon einen Zweig oder einen Block in der If-Else-Kette ausgeführt. Den Rest der If-Else-Kette überspringen wir. Na, dann bin ich jetzt an Zeile 18 gekommen, dann bin ich an Zeile 19 bekommen. Das ist Ende des Main-Blockes, dann x, y, z aus einer Variable stirbt auch. Dann habe ich eine leere Tafel. Mein Programm läuft bis zum Ende fertig. Ja, also was möchte ich hier darstellen? Ich finde das nützlich, wenn man diese Geschichte mit Tafel benutze. An welchem Zeitpunkt kenne ich welche Variable und welcher Wert? Ne? Dann das Spirit Animal folgt oder trackt, ne? Die Variablen und die Werte auf der Tafel. Wenn die Variablen sind, dann ist die Variable auch aus der Tafel weg. Dann finde ich, kann man besser piktorisch vorstellen. Okay. Haben wir Fragen? Im Moment nicht. Okay. Beispiel 7. Guck mal. Spannend. Wir haben was Rotes. Ich sage nichts. Ich warte 30 Sekunden und guck mal, ob ihr den Fehler erkannt habt. Oder gesehen habt. Ja, was ist hier das Problem? Was ist hier das Problem? Na gut. Java sagt etwas ist rot. Mal sehen. Ich habe mit meiner Maus darüber gehoben, also schweben lassen. Dann sieht man den Hinweis, aber ich habe nichts geklickt. Einfach Maus darüber schweben. So, ich habe gesagt, Duplicate Local Variable A. Also Variable A ist dupliziert. Warum? Also kurz und schnell folgen. Variable XYZ auf der Tafel
Bedingung trifft zu, gehen wir rein in den Block. Noch eine Variable S1, noch eine Variable S2, noch eine Variable A. Bis dahin habe ich vier Variablen auf der Tafel. Eins davon heißt A. Und hier, sag mal, Bedingung trifft auch zu. Dann in diesem Block, was machen wir? Variable namens A mit Datentyp zusammen. Das heißt, ich möchte eine Variable erstellen. Datentyp int namens A. Was habe ich bis dahin auf meiner Tafel? Also Tafelzustand. A ist schon da. A ist schon da. Darf ich nicht A nochmal haben? Und deswegen hier die Fehlermeldung ist Duplicate Local Variable A. Doppelte Erstellung und das ist ein Fehler. Ja, weil A lebt immer noch. Und zwar A lebt bis hier. Also das ist hier praktisch. A Variable A stirbt. Okay? Und jetzt ist dann klar, warum das nicht funktioniert. Die Regel ist ganz, ganz, ganz einfach. Immer nach dem Block suchen. Das heißt, geschweifte Klammern auf und zu innerhalb dieses Blockes nur einmal A, danach stirbt A. Gut, dann einmal Beispiel 8. Ich mache auch 9 dazu, okay? Dann bin ich ein bisschen schneller. Unterschiedlicher Variablen gleicher Name. Ich glaube, wir haben das auch kurz erlebt. Ne? Diese A und diese A, zufällig tragen die den gleichen Namen, aber wirklich, der hat nichts miteinander zu tun. Nichts miteinander zu tun. Ja, haben wir schon gesagt. Man kann auch mittels Eclipse Hinweis bekommen. Ich meine, ich arbeite jetzt mit meiner Maus. Ich klicke einmal auf Zeile 9, diesem A, ich klicke einmal. Okay. Dann sieht man ein bisschen hier Farbe, orange Farbe. Also Eclipse sagt jetzt mit Farbe Hinweis, guck mal, A und A auf Zeile 9 und 10, die sind das gleiche Ding. Guck mal, auf Zeile 13 und 14 ist ohne Farbe, das heißt, das ist was anders. Ja, namens A, aber was anders. Wenn jetzt ich mit der Maus auf Zeile 13 klicke, guck mal, Farbe ist mit 13, 14, das ist das gleiche Ding. Und Zeile 9 und 10 ohne Farbe, das ist ein anderes Ding. Also ich finde das auch ganz nützlich, Eclipse sag mal schon Hinweis. Gut, dann Beispiel 9. Lass uns zusammen schnell probieren. Wie kann man die Variable verfolgen? Gut, ich habe hier einmal Main. A ist 10, B ist 20. Erstmal haben wir dieser If-Block, ganz, ganz, ganz großer Block. Danach haben wir einmal System of Printline. Okay, dann erstmal diese Bedingung auswerten. A plus B 30, kleiner als 15. Stimmt oder ja oder true, dann springen wir rein. Das heißt, lass uns jetzt das ganze Ding hier ausführen. Zeile für Zeile, okay? Dann A checkt einen neuen Wert. Dann auf der Tafel kann man so sich vorstellen, damals Wert 10 abwischen, mit 20 ersetzen. Ja, okay. Dann erstellen wir noch eine neue Variable C, Wert 30. Oh, guck mal, jetzt einmal if-else, innere, geschachteltes if-else. Bedingung haben wir hier, A jetzt ist Wert 20, B ist Wert 20, C ist Wert 30 insgesamt. Unbedingt nicht größer als 200. Das heißt, die Bedingung hier wird zu false ausgewertet. Diesen Block überspringen wir. Kommen wir sofort zu else und führen wir else Block aus. Dann gehen wir weiter. B auf der Tafel war damals 20. 20 jetzt machen wir abwischen und mit 40 ersetzen. Dann, diese Zeile Code, wie liest man sowas? Keine Sorge. Neue Variable erstellen, Zuweisung. Offenstehende Berechnung auf der rechten Seite. Gut, dann machen wir Mathe und D checkt jetzt diesen Wert und einmal in der Konsole drücken.
Danach ist hier so, Moment, D hier ist so. D ist hier weg, ne? Weil D ist hier am Ende des Blockes. So, C machen wir noch Mathe und dann in der Konsole drücke. In welchem Block war C erstellt? In diesem Block. Das heißt hier, C ist weg. Da machen wir weiter und hier A, B sind weg. Ja? So, wenn wir jetzt kurz ausführen, gibt es dann die erwartete Ausgabe in der Konsole. Okay. Ich gucke kurz. Ja, Junaid, genau. Doppelte Zuweisung innerhalb eines Blockes. Das war das Problem, ne? Genau. A wird schon vor dem if erstellt, ganz genau. Zweimal deklariert, auch richtig. Super. Schön. Schön. Und zwar, ich habe noch weitere Antworten bekommen, die sind auch alle richtig. Gut, super. So, jetzt bin ich fertig mit dem Thema Lebensdauer einer Variable. Wir möchten jetzt zu Switch gehen. Ja, Switch benutzen wir oder brauchen wir in der Übung heute. Gut, dann gehe ich sofort zu Eclipse. Alles erstmal wegmachen. Brauche ich 10 bis 13? Gut, erstmal 10. Was ist Switch? Mit if-else kann man Bedingungen auswerten und je nach hüpfen. Also if-else ist eine Art und Weise oder eine Grammatik-Sache, wie man mit Code hüpfen kann. Switch ist auch so eine Sache. Mit Switch kann man auch hüpfen. Aber Bedingungen gibt es nicht wirklich, sondern wir haben Fälle. Einmal auf Englisch. Now we do not have a condition. We are not evaluating the condition. Instead, we have cases, Fälle. Und deswegen zum Beispiel hier, ich gehe einmal, sag mal, intuitiv durch einmal und dann das zweite Mal mache ich die Grammatiker-Sachen, okay? Also das erste Mal jetzt intuitiv verstehen. Ich habe hier eine Variable a, Integer, Wert 10. Dann ich möchte je nach a's Wert hüpfen. Für den Fall, wenn a 10 ist, bla bla bla. Für den Fall, wenn a 20 ist, bla bla bla. Für alle anderen Fälle, default. Bla bla bla. Also so kann man so intuitiv verstehen. Jetzt spreche ich über Grammatik. Wie schreibt man grammatisch korrekt? Switch, das ist hier Schlüsselwort, Keyword. Switch, Runterklammern. In den Runterklammern schreibt man eine Variable. In diesem Fall habe ich A. Nach Runterklammern habe ich geschweifte Klammern. Das ist hier Klammern, geschweifte Klammern auf, Partner hier, geschweifte Klammern zu. Innerhalb geschweifter Klammern, dann darf ich die Fälle darstellen oder schreiben. Und dann für jeden Fall, Case oder Fall, Leerzeichen, konkreten Wert, Doppelpunkt. Noch einmal. Case, Leerzeichen, konkreten Wert, Doppelpunkt. Und dann, jetzt kommt Code, irgendwelche Anweisungen, Zuweisungen, if else oder weitere Switch kann auch sein. Am Ende, optional Break. Wir gehen gleich über warum Break. Ne? Aber typischerweise am Ende eines Cases oder ein Fall Break. Das ist die Grammatik. So, lass uns hier kurz ausführen. Ich denke, intuitiv her ist das ziemlich klar, was passieren sollte. Wenn A 10 ist, wir erwarten, A ist klein. Einmal ausführen. Genau, A ist klein. Wenn A 20 ist, speichern, wir erwarten, die Zahl ist größer als 15. Da, genau. Auch aufpassen innerhalb des Falls.
muss man nicht Variable A benutzen. Muss nicht. Kann man zum Beispiel. Muss aber nicht. Also irgendwelcher Code, ne? Okay. Dann sag mal, A ist jetzt 30. Lass uns über A switchen. Ist A 10? Nein. Ist A 20? Nein. Dann sind wir hier gelandet, dann kein Case passt. Ja, das ist hier jetzt unsere Erwartung, weil A im Moment 30 ist. Kein Case passt. Ich denke, das ist relativ intuitiv. Man kann Default weglassen. Das ist in Ordnung. Was passiert dann? Ich habe hier A30, kein Problem. Ich spiele jetzt Roller Java, ne? Lass uns über A switchen. Ist A10? Nein. 20? Nein. Fertig. Dann nichts passiert. Mal probieren. Jetzt ist Default auskommentiert, also deaktiviert. Einmal Run Cluster klicken. Genau. Ja, Programm läuft bis zum Ende, aber in der Konsole sieht man nicht. Ja, also Default ist optional. Je nach Bedarf. Habe ich Rückmeldungen, Fragen? Kann keiner bis dahin. Okay, dann Beispiel 11. Wir gehen immer noch über klassische Form. Beispiel 10 haben wir über ein Integer geswitcht. Beispiel 11 möchten wir über ein String switchen. Also, wenn der String Montag ist, Monday Blues, Freitag, fast Wochenende und so weiter. Ne? Lass uns hier aus ganz kurz ausführen, dass es hier im Moment Freitag. Unsere Erwartung ist fast Wochenende in der Konsole. Ich muss hier, Entschuldigung, Beispiel 11 aktivieren. Ich habe hier einmal hier geklickt, dann Run-Taste. Genau, fast Wochenende. Oder Montag, speichern, Run-Taste klicken, Monday Blues. Oder sag mal Sonntag. Default, weder Montag noch Freitag. Genau. Und so weiter. Was ist ganz nützlich mit Switch ist, die sogenannte Falling Through. Ich weiß nicht ganz genau, ob das durch etwas fallen oder runterfallen, eventuell runterfallen ist ein bisschen besser, aber so falling through, was ist die Bedeutung? Guck mal hier. Bis dahin haben wir immer noch am Ende eines Cases einmal break. Ja? Die Bedeutung ist, sofort zum Ende des Switch-Blockes hüpfen. Das heißt, wenn ich hier bin, finde ich Block für Switch, das ist hier Switch-Block und sofort zum Ende des Blockes hüpfen. Also ich sehe hier break, hierher prüfen. Hier Brick, hierher prüfen. Dieser Brick ist natürlich, sollte man nach guter Gewohnheit auch schreiben, aber die Wirkung ist natürlich für eine Zeile hüpfen. Ja? Aber man muss nicht Brick schreiben. Wenn kein Brick da ist, dann läuft das Programm weiter. Und zwar geht's so. Sag mal hier, wir haben hier Montag. Es trägt den Wert Montag. Lass uns über S switchen. Ist S Montag? Ja! Dann bitte rein in der Konsole Montag drücken. Kein Break. Nicht hüpfen. Weiter. Und zwar, wir kommen dann mit Falling Through, runterfallen, zu dieser Zeile 13. Auch in der Konsole Dienstag drücken. Und dann zum Ende des Blockes hüpfen. Also wenn ich jetzt hier, so ich mache hier erstmal Dienstag, oder genau war Dienstag, die Erwartung ist, Dienstag in der Konsole drücken, genau. Wenn hier Montag ist, sehe ich sowohl Montag als auch Dienstag. Tada! Wegen kein Break. Ja, kein Break, dann fall through. Weiter. Ja, okay, gut. 13, noch eine Sache, das ist ganz nützlich bei Switch, das ist, Fälle kopieren. Sag mal, wir haben einmal S. Wenn es Montag oder Dienstag ist, dann da, 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 da. Oder wenn der Tag Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag ist,
da, 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 da. Man muss aber das jeden Fall nur einmal auftauchen. Ich meine zum Beispiel, ich mache jetzt Montag kopiere. Hier einmal einfüge, geht nicht. Guck mal, rot. Was ist das Problem? Duplicate Case. File duplizierte. Nicht erlaubt. Jeder Fall nur einmal. Aber man darf Fälle kopieren. Mal probiere. Ich habe hier, es ist Dienstag, dann meine Erwartung ist, erste zwei Tage. Und dann hüpfen. So, erste zwei Tage. Oder sag mal, das ist hier Donnerstag. Speichern, run lassen. Nächste drei Tage. Also je nach Bedarf. Man kann Fälle gruppieren. Je nach Bedarf, man kann Brick auslassen. Und je nach Bedarf, man kann Default auslassen. Und deswegen, es gibt so viele Kombinationen. Je nach Bedarf, dann den Code entsprechend gestalten. Gut. An diesem Zeitpunkt, ich gucke, oh, jetzt gibt es dann Rückmeldungen in Chat. Denise fragt, was ist der Vorteil, anstatt if-else-switch zu nehmen? Also Denise, ganz genau die Möglichkeiten, ich gleich erwähnt habe. Je nach Bedarf, Default ist optional, Fehlergruppierung ist optional und Falling Through ist optional. Das ist etwas, man nicht ganz äquivalent mit if-else einbauen könnte. Ja, man kann, aber dann je nach dem Fall, dann ist etwas ganz kompliziert. Okay? Und zwar Colida 21 hat schon beantwortet. Dankeschön. Weniger Verschachtelung, die Default-Befehl möglich, würde ich denken. Ja, genau. Mhm. Case ist anscheinend. Nice, genau. Gut. Okay, gut. Ich glaube, ich glaube, eventuell noch keine Fragen zu Switch. Da möchte ich ein bisschen jetzt über Soft Skills gehen. Also, jetzt ist Switch auch fertig. Ich möchte kurz über Eclipse darstellen oder zeigen und ein bisschen über Google sagen. Skript. So, ich gehe jetzt kurz zum Skript. Unser Soft Skills, und zwar, ich größe. Clips, genau. Weiter. Oh, schon da. Genau, schon da. Tipps für Eclipse. Hier habe ich ein paar. Partner eine Klammern finden. Ich denke, ich habe schon mehrmals gezeigt. Mit der Maus eine geschweifte Klammern oder runde Klammern mal klicken, dann ist der Partner hervorgehoben mit einer kleinen Kerzchen. Rote Wellenlinie. Man kann mit der Maus darüber schweben lassen. Nicht klicken, sondern nur schweben. Dann ist einen Hinweis dann gezeigt. Haben wir auch mehrmals gesehen. Einrückung. Ich möchte dann noch einmal vorführen. Und zwar, sag mal, lass uns Beispiel 13 nehmen. Ich mache hier Konsole ein bisschen kleiner. Dann sieht man alle Code. Gut. Sag mal, das ist hier Einrückung schlecht. Schlecht. Einrückung sehr schlecht. Wie kann ich mit Eclipse automatisch einrücken? Den Codeabschnitt erst mit der Maus markieren, sag mal von hier bis hier. Muss ich ihn nicht alle markieren? Darf ich? Muss ich nicht. Jetzt mit der Tastatur Steuerung I. I für Indentation. Dann ist alles automatisch eingerückt. Das finde ich nützlich. Auch dazu, das war diese Steuerung I. Komplett Formatierung. Kann man mit Steuerung Shift F. Wird der ganze Code mit Einrückung, neue Linien, Leerzeichen und so weiter formatiert. Das ist hier wirklich ganz cool. Also ich mache jetzt alles nochmal schlecht. Sag mal, habe ich hier schlecht, was noch schlecht? Hier.
denke ich, das ist schlecht genug. Okay, dann ich möchte das ganze Ding markieren. Ich habe Steuerung I angetippt. Alles markieren. Und jetzt Steuerung Shift F. F für Formatierung. Steuerung Shift F. Guck mal. Oh, alles schön formatiert. Also nach Konvention formatiert inklusive Einrückung. Guck mal, also die neue Zahl war ja auch gemacht. Übrigens, wenn man alle Fälle auf eine Zeile schreibt oder auf mehrere Zeile schreibt, das ist nach meiner Meinung eine Geschmackssache. Ich habe keine Vorliebe. Ich möchte nur das sagen, irgendwelcher Stil ihr ausgesucht habt, bei diesem Stil konsequent bleiben. Dann ist in Ordnung. Okay. Dann weiter mit Kommentar umschalten. Das finde ich auch nützlich. Was ist hier der Punkt? Sag mal, ich möchte einen Codeabschnitt erstmal deaktivieren. Ja. Warum auch immer. Dann finde ich ganz blöd, wenn ich jede Zeile, muss ich jede Zeile, jede Zeile eintippen. Das ist dann mühsam. Kann ich anstatt jede Zeile / tippen, einen Abschnitt markieren und jetzt mit der Tastatur Steuerung Shift 7. Ich möchte nicht wirklich die 7 Ziffer, sondern dieses Slash-Zeichen auf der Tastatur. Also einmal Steuerung Shift 7, dann automatisch alle zu Kommentare gemacht oder rückgängig kann ich auch. Noch einmal, Steuerung, Shift 7 sind alle Kommentare weggemacht. Finde ich nützlich. Das also ist ein paar kurze Hinweise für Eclipse. Und noch ein bisschen jetzt Hilfe im Internet suchen. Also ich bin ganz realistisch. Man hat Fachbücher, aber es ist so praktisch und so schnell und so nützlich, wenn man einfach alles googeln, oder? Also Hilfe im Internet suchen, das heißt googeln. So, googeln darf man. Ich mache das auch sehr oft. Aber unbedingt bitte eine Suchstrategie benutzen. Also eine empfehlungswerte Suchstrategie. Möglichst auf Englisch googeln. Java-Version beachten. Wir benutzen Java 11. Ja, also es gibt immer noch im Internet, die haben Beispiele für Java 8 oder noch früherer Java, ne, beachten. Wir benutzen Java 11. Es hilft auch dazu, Datum des Webpage beachten. Und also später, also Jahr 2020 ist bestimmt besser als Jahr 2010. Und auf Webseite zum Beispiel Stack Overflow kann man eine Antwort upvoten oder downvoten. Man kann sogar die Frage selbst up- und downvoten. Also typischerweise, nicht immer, aber sag mal 90% der Zeit, die upvoten in Stack Overflow ist ziemlich, man kann mit Vertrauen damit gehen. Also guck mal, ich gehe jetzt zum Google. So, lass uns zu Google gehen. Was sollen wir googeln? Sag mal, ich bin mit Switch verwirrt. Ich bin bei der Übung. Ich habe etwas im Kopf verloren. Keine Ahnung. Möchte ich mit Switch googeln? Kein Problem. Java, Switch. Was sollen wir? Lass uns gucken, ob die Default optional wäre, dann unbedingt mit Default und Optional auf Englisch googeln. Ja, so, Default, Optional, Enter. Dann kriegt man ein paar Sachen, aber guck mal, das ist hier schon Stack Overflow. Ich klicke, so Moment, Stack Overflow, das ist hier 2011. Das ist ein bisschen eventuell veraltet mit 20 Antworten. Ich nehme eher dies. 2019, ja, ganz aktuell, 17 Antworten, dann ich gehe mal dahin und noch dazu,
Okay, diese Frage selber ist Medium beliebt, 91 Upvotes. Ich scrolle und gucke die Antworten. Dies hier mit 96 Upvotes, das ist auch ziemlich gut. Der Autor hat selber mit einem Tick gemacht. Der nächste Antwort schon 75 Upvotes, danach weniger und weniger. Dann habe ich zumindest ein bisschen Vertrauen, eventuell mit 90% Confidence. Was ist Confidence? Also ich bin ziemlich sicher, mit 90% Sicherheit, dass hier diese Antwort gut ist. Manchmal die ausgewählte Antwort ist nicht die beliebste. Manchmal ist hier ohne grünen Tick, sondern hier gibt es, sag mal, 200 Upvotes. Also je nach, mal gucken, aber intuitiv auf Englisch, Java, Version 11, gucken mit möglichst näher zu Jahr 2020 und möglichst ist zumindest in Stack Overflow mehr Upvote, dann besser. Okay? Also es gibt alle Arten schlechter Sachen im Internet. Wir wissen schon. Ich sag erst einmal auf Englisch, dann einmal auf Deutsch. Just because something is in Internet does not mean it is correct. Ja, weil etwas auf Internet veröffentlicht ist, sagt nicht, dass das Ding unbedingt wahr ist. Ja, es ist so viele falsche Sachen im Internet. Wir wissen schon. Gut. Ich gucke jetzt zu unser Live-Chat. Oh, ziemlich viel. Kannst du noch mal kurz erklären, was Brick genau macht bei den Switches? Empty Slot. Empty Slot. Ich gehe zu meinem Beispiel 12. Die Frage ist, was macht Brick? Wie funktioniert Brick? Sag mal, wenn ich hier Brick hätte, es ist Montag, Case trifft zu, ausführen. Oh, Brick, wo ist Ende des Blockes für den ganzen Switch? Für den ganzen Switch, das ist hier Block. Klammern auf, Klammern zu. Brick sagt, hierher hüpfen. Das ist die Bedeutung. Ohne Brick, die Bedeutung ist, auf S switchen, Case Montag, TIFF zu, ausführen. Kein Brick, dann weiter. Ausführen und jetzt hüpfen. Ja, das war die Bedeutung. Das war für Empty Slot. Colita sagt also, geht dann nicht die Fälle weiter durch, beziehungsweise somit kopiert die Fälle ab dem Brick nicht mehr. Genau, man fällt weiter, bis eines Tages ein Brick begegnet ist. Darf ich bitte einmal auf Englisch? So, in the switch, you keep going until you see a brick and then you jump. Ja, also weiter fall through, bis eines Tages Brick begegnet ist. Kann mir das nicht so recht vorstellen. Empty Slot, ich habe gerade gezeigt, wir können auch in der Übung weiter nochmal machen, okay? Ich habe noch nicht ganz verstanden, wozu wir Autobewertung brauchen. Ich packe diese Frage ganz am Ende. Confidence. Dankeschön, Colita. Confidence gleich Sicherheit, Vertrauen, Überzeugung. Dankeschön. Ich lerne auch Deutsch dabei. Ich hoffe nur, dass es im Kopf bleiben. Ne? Wenn das nicht im Kopf bleiben, dann hilft ja nicht. Okay. Ich habe, so, was ich habe ich, der Rest des Tages, der Plan ist, ich beantworte eine Frage über Autobewertung, dann ziehen wir bitte alle um in Jitsi und machen wir Gruppenprogrammierung. Wer nicht mitmachen möchte oder könnte, die Musterlösung ist schon mit drin in die ZIP-Datei im Moodle Beispiele für heutige Vorlesung.
Genau. Und heute haben wir eine neue Übung. Und zwar ziemlich ähnlich wie letzte Woche. Heute machen wir auch irgendwelche Roboterunterhaltung. Aber keine if else. Switch pur. Keine if else, switch pur. Und jetzt zur Frage von wem? Von, oh boy. GFDKLGFJ. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wozu wir Autobewertung brauchen. Weil ich bewerte die Korrektheit eurer Abgaben mit einem Programm. Das Programm heißt Autobewertung. Deswegen habe ich dann das Programm auch, sag mal, im Voraus gegeben, damit ihr schon mit Autobewertung ausprobieren könnt. Also ich finde es ein bisschen unfair, wenn ich sage, ja, eure Programme wird automatisch bewertet, aber ich sage nichts wie. Ne? Einfach abgebe und wenn das nicht funktioniert, das ist dann ganz schade. Das finde ich nicht ganz so schön, nicht ganz so nett. Deswegen gebe ich schon die Autobewertung. Bitte ihr Autobewertung ranlassen und dann sieht man, oh, das funktioniert mit meinem Code oder funktioniert nicht. Wichtig ist, in der Autobewertung, die ich an euch überlasse, hat typischerweise nur drei Fälle. Wenn ich wirklich Auto bewerte, ich habe weitere Fälle. Ja, also ich gebe drei Fälle, damit man kontrollieren kann, okay, mein Code funktioniert oder nicht, aber am Ende, wenn ich wirklich bewerten, habe ich weitere Fälle. Okay? Aber sie haben noch auch eine manuelle Bewertung. Ja, das geht um Code-Konvention. Bitte mal eventuell über Kursüberblick gucken. Kursüberblick ist eine PDF-Datei. Wir haben in der allerersten Vorlesung kurz durchgegangen, im Moodle vorhanden. Manuelle Bewertung, dann gucke ich die Korrektheit nicht mehr. Ich gucke nur Code-Konvention, wie Einrückung, kein Hardcoding, ist Kommentar sinnvoll, ist und dabei ist Variablennamen sinnvoll, sowas, ja? Autobewertung ist optional. Ja, ihr könnt Autobewertung nicht ausführen, aber wenn ihr Code überhaupt nicht mit der Autobewertung funktioniert, dann kriegt ihr überhaupt keine Punkte für den Korrektheit-Teil der Übung. Also ich möchte jetzt hier nicht nochmal durchgehen. Das war schon in Vorlesung 1 ziemlich ausführlich erklärt. Hauptsache Kursüberblick, diese Datei im Modo mal gucken, dann die Punkte sind für automatisch und von Hand manuell Bewertung zusammen kombiniert. Hm? Okay. Gut, dann würde ich sagen, lass uns jetzt Tschüss sagen. Bitte zu Jitsi umziehen. Ich mache sofort und dann den Link in Modo veröffentlichen. Und dann machen wir dort Gruppenprogrammierung. Okay? Dann erstmal Tschüss, bis ganz gleich.